das dauert. Ja, aber das ist doch ja, Moment, stopp. Kommt gleich weiter. Danke. Kriegt ihr noch Baumpfähle? Wird ihr noch eingebunden? Ja, noch einen Pfeil. Einen Pfeil. Also mal hergucken. Schaufeln und gucken. So, Simon, einmal hier. Jetzt randvollfüllen. So, jetzt, genau. Jetzt um die körperliche Arbeit geht. Ja, genau. Entfernt ist nicht mehr. Das ist für uns jetzt mal wieder eine ganz besondere Sache. Wer ist denn eigentlich uns? Wir kommen von der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch, haben ein ausgezeichnetes Projekt von der UNESCO, heißt Mit Bienen in die Zukunft. Wir haben schon eine ganze Menge gemacht und jetzt ganz toll für uns, dass wir hier in der neuen Bahnstadt stehen, dass wir diesen Bienenbaum gepflanzt haben und dafür wollen wir uns bedanken. Und die Jenny hält etwas ganz Besonderes in der Hand, kommt von unserer Schule, wir haben auch einen Bienenbaum und die Jenny kann dazu mehr erzählen. Ja genau, wir haben einen Bienenbaum gepflanzt vor ein paar Jahren und ja, der trägt jetzt Früchte, das sieht man hier, das sind so kapselförmige Früchte. Und hier sieht man auch, dass die Hälfte schon rausgefallen sind, er ist ein Spätblüher und deshalb haben wir ihn auch da gepflanzt, damit ein Nektar-Pollenwert über das ganze Jahr verteilt ist für die Bienen. Und ja, das ist eine Seltenheit, dass ein Bienenbaum in Leverkusen steht, es ist eigentlich nur vorhäufig in botanischen Gärten, sonst ist er halt nur in China bekannt und in Europa unbekannt und deshalb wollen wir hier auch ein Zeichen setzen und ja, das haben wir auch heute geschafft und wir sind ziemlich glücklich darüber und ja, das ist unser Geschenk. Wir wollen uns bedanken dafür, dass wir das hier überhaupt pflanzen durften und dass wir dabei sein durften, dass dieser Rat auch angenommen wurde von der Bahnstadt und ja. Jetzt kriegt der Karl als Prokurist der Bahnstadt ganz feierlich das da. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir was für die Schüler, aber vor allen Dingen auch für die Bienen tun können. Und ich denke mal, der Standort hier ist auch ganz schön zwischen den alten traditionellen Bäumen. Jetzt hier mal auch ein Exot zu pflanzen. Und ja, wir hoffen, die Schule guckt auch regelmäßig, wie sich der Baum entwickelt. Hier ist ja offenes Gelände. Also es wäre schön, wenn wir gemeinsam ein Auge drauf haben und wenn der in den nächsten Jahren richtig schön groß wird und auch solche tolle Blüten dann bekommt. Ja, also man sieht, wir tun nicht nur was für Kröten, sondern auch für Bienen und wir freuen uns über solche Initiativen. Kommt da noch eine Plakette dran, dass wir Normal-Leverkusern das auch lernen, was das ist? Ja, das müssen wir mal überlegen, das können wir vielleicht noch hinbekommen, dass wir irgendwo noch zeigen, was hier war. Da kümmern wir uns noch mal drum. Also das finde ich eine total tolle, kreative Idee. Also die Gesamtschule ist gerne bereit, ein entsprechendes Schild zu entwerfen, damit die Öffentlichkeit auch den ganzen Sinn der Aktion mitbekommt. Da setzen wir uns nochmal zusammen, das kriegen wir bestimmt auch noch hin.